Die Ukraine brauchte wieder eine Zivilgesellschaft und glücklicherweise kam es dazu. Es ist traurig, dass wir so einen hohen Preis für unsere Würde und Freiheit zahlen mussten. Ich denke, dass die Revolution 2014 ein großes Ereignis im Leben der ukrainischen Bevölkerung war. So viele junge Leute wollten die Revolution unterstützen. Sie waren auf der Seite der Revolution. Sie wollten das Leben der Menschen verändern, es besser machen. Ungefähr 100 Menschen sind gestorben und haben mit ihrem Leben für unser Land, unsere Zukunft und für unsere Jugend gezahlt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Revolution bereut. Es war ein hoher Preis, weil so viele Menschen während dieser Zeit starben, während dieser Revolution. Vor allem junge Menschen. Aber ich bin sehr stolz, dass so viele junge Leute zeigen wollen, dass sie für einen unabhängigen Staat sind, für einen europäischen Staat und dass sie Teil einer europäischen Gemeinschaft sein wollen. Ich war seit dem ersten Tag auf dem Maidan dabei. Wir haben gegen die Entscheidung protestiert, das Assoziierungsabkommen mit der EU scheitern zu lassen. Niemand hat damit gerechnet, dass es so dramatisch werden würde. Zu Beginn der Proteste wurde mir klar, dass sie in die Geschichte der Ukraine eingehen würden. Ich begann, mich über die Ereignisse zu informieren und ich berichtete auf meinem Blog davon. Dann im November bin ich nach Kiew gefahren. Nahezu alle Demonstranten wollten das Gleiche. Sie wollten den Präsidenten und die Regierung stürzen. Sie wollten, dass diejenigen, die gewalttätig gegen die Demonstranten vorgegangen sind, für ihre Taten bestraft werden. Und die Demonstranten kämpften für Neuwahlen und ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Menschen aus der gesamten Ukraine kamen zum Maidan. Es herrschte eine Stimmung wie auf einem Festival, ein Festival der gesamten Nation. Ich habe meinen Studenten erlaubt, zu den Protesten zu gehen. Ich selbst bin zur Universität gefahren, um mit ihnen zu sprechen. Aber sie sollten selbst entscheiden, ob sie sich dem Protest anschließen oder nicht. Thank you.
Die russischen Medien haben sehr einseitig über die Ereignisse berichtet. Die Proteste wurden nicht als überregionale oder pluralistische Bewegung dargestellt. Stattdessen wurden die Menschen von den russischen Medien als Extremisten, Radikale und Neonazis bezeichnet. Unter den Demonstranten gibt es eine Gruppe von ukrainischen Nationalisten, die sehr radikale Meinungen haben. Ich kenne nicht viele von ihnen. Diese Leute wollen, dass alle Menschen im Land ukrainisch sprechen und dass sich die Russen anpassen. Natürlich kann es auch noch extremere Sichtweisen geben. There may be more extreme views, but I'm not sure. Then there's another group of people, which is actually far larger. Der Großteil der Demonstranten besteht aber aus Menschen, die sich ein demokratisches System wünschen. Ein System, in dem sie die Regierung frei wählen dürfen. Sie sind den Regierungsapparat leid, der jeden verfolgt, der sich gegen Korruption stellt. Die Leute sind müde, von der Polizei verfolgt zu werden. People are very tired of being abused by the police.